Civilization Beyond Earth, der neueste Teil der Civilization-Reihe, wird in wenigen Stunden erscheinen. Am 24. Oktober 2014, mitten in der Nacht, um 1 Uhr in der Früh, mitteleuropäischer Zeit. Das Freischaltedatum, die Freischalteuhrzeit, ist weltweit immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welcher Zeitzone man ist, sodass die Fans in der Civilization-Community rund um den Globus ihr Spiel immer zu einer anderen Uhrzeit bekommen. Und das schreit doch geradezu danach, als ob man nicht eine weltweite Release-Party machen könnte. Christian Weigel ist mit dabei. Hallo. Ich bin Writing Bull, ich bin Let's Player aus Deutschland und Christian Weigel ist Spielejournalist und hat das Videotutorial für 2K gemacht, für 2K Games, den Publisher. Und gemeinsam mit den Entwicklern von Firaxis Games in den USA können wir das hier durchführen, die Global Launch Hot Seat Party, das weltweite Release-Event. Wie läuft das ab, Christian? Ja, im Prinzip ist das so, dass wir immer 2 Stunden vor dem Release in der jeweiligen Zeitzone einen Livestream des Spiels übertragen und dann unser gespeichertes Spiel weitergeben an den nächsten Kollegen in der Reihe. Der erste, der damit anfängt, das ist Pete Murray von Firaxis Games. Der sitzt an der Ostküste der USA und der ist Gastgeber und Startgastgeber für Australien, für Indien, Japan, China, Indonesien, für die pazifischen Inseln. Das ist die Zeitzone, die er betreut. Er startet ein Save und spielt 2 Stunden lang bis zu dem Augenblick, wo das Spiel dort freigeschaltet ist und während dann die virtuellen Feuerwerkraketen steigen. In dieser Zeitzone stoppt er, speichert ab und schickt das ganze Spiel zu uns rüber, Christian. Genau, und wir repräsentieren Europa, Afrika, große Teile Russlands und also eigentlich den größten Block hier in der Welt. Und wir werden dann weitere 2 Stunden mit diesem Safe-Stand verbringen, alles Mögliche dort anrichten und diesen Safe-Stand nach 2 Stunden dann, wenn dann nachts um 1 das Spiel released wird, weitergeben an die Kollegen in den USA, die die Westküste betreuen und den ganzen amerikanischen Kontinent. Wir werden starten um 23 Uhr am 23. Oktober. Wir werden 2 Stunden lang spielen, natürlich nicht ganz alleine, sondern mit euch gemeinsam auf Twitch TV. Und zwar auf dem Twitch TV-Kanal von Firaxis Games, von den Entwicklern. Wir werden diese Save fortsetzen und werden nicht nur die Kontinente und Staaten betreuen, die Christian gerade genannt hat, sondern natürlich auch so bedeutende Landstriche wie Grönland, wie Island und wie Madagaskar. Und mit wem spielen wir? Wir haben uns Kavita Thakur ausgesucht, die mysteriöse Schönheit aus dem Himalaya. Mit ihr spielen wir auf der blauen Planetenoberfläche, auf einer erdähnlichen Welt. Schnelle Spielgeschwindigkeit, das ist das Setting, was wir uns vorab überlegt haben. Und wir warten natürlich vor allem auf eure Ratschläge, eure Tipps, eure klugen Kommentare und bissigen Bemerkungen im Chat auf Twitch TV. Auf Englisch könnt ihr reden oder auch auf Deutsch. Wir machen das auch abwechselnd. Wir werden natürlich für die Civilization-Fans weltweit zum einen die ein bisschen mit der deutschen Sprache beglücken, aber auch das ein oder andere Wort auf Englisch verlieren, damit alle mitkommen können. Genau, und kurz vor 1, wenn ihr das Spiel selber spielen könnt, klinken wir uns aus und überlassen euch das Feld. Und dann könnt ihr Beyond Earth entweder selber spielen, falls ihr es vorbestellt habt, oder im Livestream bleiben und ein bisschen später dann noch mit den Kollegen, die Amerika betreuen, Nordamerika und Südamerika, mit den Kollegen David Hinkle und Stephen Reed von Firaxis Games gemeinsam diese Partie noch zu einem krönenden Abschluss bringen. Wer sich morgen Abend mit uns die Nacht um die Ohren schlagen möchte, da würden wir uns sehr freuen. Das alles zum Start am 23. Oktober um 17 Uhr unserer Zeit mit Pete Murray mit der australischen Zeitzone. 2 Stunden lang, dann geht es weiter um 23 Uhr unserer Zeit mit Christian und mit mir, mit Writing Bull, bis zu eurem Release, der Freischaltung eures Spiels um 1 Uhr und dann geht es nochmal weiter, eine Zeitzone weiter. Lange Nacht, wenn ihr wollt, entweder selbst spielend oder mit uns gemeinsam spielend und ein bisschen dieses Spiel feiernd. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao. Ciao.